Jugendwelle. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Das ist der perfekte Tag. Hallo an alle. Obwohl es Dezember ist und die Feiertage sich schnell nähern, kann dieser Zeitraum immer noch anstrengend und voller Arbeitsaufträge sein. Heute, um den Stress zu überwinden, hat unsere Jugendredakteurin Gloria ein Mittel für Ruhe vorbereitet. Danach hat Astrid eine andere Episode des Lebens der Banaterschwaben vorbereitet und am Ende werden wir zusammen herausfinden, was heute gefeiert wird. Jetzt wird unsere Jugendredakteurin Gloria über das Malen erzählen und warum das eine Oase der Ruhe sein kann. Malen, eine Oase der Ruhe. Malen ist eine Forderung der Gedanken, Ideen und Visionen einer Person. Aber es ist auch eine Modalität der Beruhigung. Es entspannt den Menschen und kann ihm helfen, sich besser zu fühlen. Viele Menschen haben Angst vor dem Malen, haben Angst, die innersten Gefühle, die sie haben, auszudrücken und sie auf einem Blatt oder Leinwand zu stellen. Sie denken, dass niemand es verstehen wird. Sie sollen für ihr Herz und ihre Seele, nicht für andere malen. Ich empfehle euch, es zu versuchen und bin mir sicher, dass ihr erstaunt über die Ergebnisse sein werdet. Wenn ihr nicht an eure Stärken glaubt, könnt ihr bei einem Malkurs teilnehmen. Der Lehrer wird euch helfen, eure Schwierigkeiten zu überschreiten und euren eigenen Stil zu finden. So werdet ihr Selbstvertrauen gewinnen und durch Malen eine Oase der Ruhe finden. Über die schwierigen Zeiten der Banaterschwaben habt ihr schon vieles gelernt. Ihr wisst, wieso sie ins Banat gekommen sind, wie die Ansiedlung geschah und wie ihr Leben im sumpfigen Banat aussah. Heute geht es mit erfreulicheren Sachen weiter, und zwar mit einigen Weihnachts- und Winterbräuchen der Banater Schwaben. Die Banater Schwaben haben viele Schwierigkeiten überstanden. Die Ansiedlung, das sumpfige Banat mit den Folgen wie Krankheiten und Tod, die Gründung neuer Ortschaften und vieles mehr. Trotz aller Schwierigkeiten war das kulturelle Leben der Schwaben im Banat sehr ausgeprägt. Ihre Tradition ist sehr vielfältig und heute sehen wir uns ihre Bräuche in der Winterszeit näher an. Nachdem man geerntet hat und den Aussaat für das nächste Jahr vorbereitet hat, nachdem also die Herbstarbeit getan war, folgte die lang ersehnte Winterszeit. In dieser Zeit konnte man sich nach den langen Sommer- und Herbstmonaten ausruhen. Die Frauen haben gestrickt und gehäkelt. Die Handarbeit war für die Frauen in den kalten Wintertagen die Hauptbeschäftigung. Auch die berühmten Wandschoner wurden angefertigt. Diese Wandschoner waren eigentlich Schmuckstücke, die in den Zimmern an die Wand gehängt wurden. Auf diesen Materialien wurden oftmals eine Message, wie wir es heute nennen würden, genäht. In jedem Raum gab es verschiedene Arten von Wandschoner und die Texte wurden angepasst. Einige Beispiele wären: beim Wasserbankeln nett und rein, darf niemals ausgeschüttet sein. Oder alles flieht, alles eilet, fort im schnellen Zeitenlauf, nur die Mutterliebe weilet, blüht immer schöner auf. Auch lustige Texte konnte man auf den Wandschoner lesen. Lieber Mann, ich rate dir, meide Gasthaus, Wein und Bier. Sei bei Nacht doch stets zu Haus, lieb dein Weibchen, sonst ist's aus. Oder auch, weißt du, was am besten schmeckt? Frisch gekocht und fein gedeckt. Religiöse Texte waren natürlich auch dabei. Das Schönste im Leben, was Gott kann geben, ist ein zufriedenes Heim und darin glücklich sein. Die alten Weisheiten von der Oma haben natürlich auch nicht gefehlt. Einmal im Jahre blüht der Mai, einmal im Leben die Liebe. Oder ein Schifflein ist des Menschen Herz, fährt ohne Rast und Ruh, mit seiner Lust und seinem Schmerz dem Land der Hoffnung zu. Oder aber auch, über den Sternen hält einer Wacht, er lenkt es oft anders, als du es gedacht. Wie ihr es bemerken konntet,
waren die Texte für jeden Raum im Haus ganz unterschiedlich und sie wurden auch mit Blumen und anderen Motiven verziert. Solche Wandschoner haben in keinem schwäbischen Haus gefehlt. Im Oktober waren die Leute schon damit beschäftigt, die Gräber für Allerheiligen und aller Seelen vorzubereiten. Natürlich wurden die Gräber im ganzen Jahr instand gehalten, aber in dieser Zeit gab man sich besondere Mühe, denn sie wurden geputzt und frische Blumen wurden eingepflanzt. Daraufhin folgte dann Allerheiligen und aller Seelen im November. Gewöhnlich gab es eine Totenmesse in der Kirche und anschließend ging man mit Prozession, also einem feierlichen Umzug, in den Friedhof. Es wurde für alle Verstorbenen von nah und fern gebetet. Es wurden auch Totenlieder gesungen. Anschließend ging jeder zu seinem Grab und im Gebet war man bei seinen Verstorbenen in der ganzen Welt. Am Abend kam man wieder in den Friedhof, um Kerzen an den Gräbern anzuzünden. Man ging zu allen Gräbern und hinterlegte eine Kerze, aber am Familiengrab verweilte man, bis die Kerzen abgebrannt waren. An ruhigen Abenden war der Friedhof sehr schön beleuchtet. Aber es gab auch Jahre, in denen der Wind es nicht zuließ, die Kerzen anzuzünden. Am zweiten Tag, an aller Seelen, zündete man Kerzen daheim an und dachte an den verstorbenen Verwandten und an die Familie. Ende Oktober oder auch im November noch wurde in den Ortschaften der Traubenball organisiert. Ein Spiel gab es auch bei diesem Ball. Es gab eine schön geschmückte Krone mit Girlanden und Trauben. Wenn jemand aber beim Klauen erwischt wurde, wurde er als Dieb abgestempelt und er musste eine Strafe zahlen. Die letzte Feierlichkeit vor der Weihnachtszeit war der Katrainerball. Da wurde noch einmal gefeiert, getanzt und gesungen. Nachher sagte man immer, Katrain sperrt die Geige ein. Und damit war die Zeit der Bälle und Unterhaltungen abgeschlossen. Die Zeit wurde, wie gesagt, mit Handarbeit vertrieben. Die Männer organisierten Kartenspielabende mit Fuchsen. Die Verwandtschaft kam zusammen und man verbrachte immer eine schöne gemeinsame Winterszeit. Mitte November ging es dann immer lustig zu, denn die Schweineschlacht begann. Jede Woche war man bei einer anderen Familie, bei Verwandten oder Nachbarn. Aber zu dieser Tradition erzähle ich euch in der nächsten Folge mehr. Der erste Feiertag im Dezember war der Nikolaustag. Darauf freuten sich die Kinder besonders. Die Schuhe wurden auf Hochglanz gebracht und sie wurden ans Fenster gestellt. Der Nikolaus brachte Nüsse, Äpfel und Süßigkeiten. Über diese Gaben freuten sich die Kinder sehr. Und schon näherte sich Weihnachten, der Höhepunkt des Jahres. An Heiligabend nachmittags ging der Vater mit den Kindern zu den Großeltern. In der Zwischenzeit schmückte die Mutter den Christbaum und legte die Geschenke unter den Baum. Oftmals kam auch das Christkind, dargestellt von Nachbarn oder Verwandten, und die Kinder sagten Gedichte auf und sangen Weihnachtslieder. Am ersten Weihnachtstag ging man nachmittags zu den Großeltern, zu den Paten und da gab es auch meistens Geschenke für die Kinder. Über Äpfel, Nüsse und Süßigkeiten freuten sich alle Kinder und wenn dann noch auch etwas Geld dabei war, war die Freude noch größer. Am Silvestertag ging man zur Kirche, um an der Danksagung teilzunehmen. Meistens gab der Pfarrer oder der Kantor auch die Anzahl der in diesem Jahr Verstorbenen, der Geburten und der Trauungen an. Man dankte auch für die gute Ernte und betete um ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr. Nach so viel Pause gab es endlich wieder einen Ball, nämlich den Silvesterball. An diesem Abend wurde bis kurz vor 24 Uhr getanzt. Die Musik unterbrach für kurze Zeit. Um Mitternacht wurde das Licht gelöscht. Man wünschte sich gegenseitig ein glückliches neues Jahr und mit einem schwungvollen Walzer tanzte man ins neue Jahr. Falls euch unsere heutige Folge gefallen hat, vergiss nicht, dass es beim nächsten Mal um die Schweineschlacht bei den Banater Schwaben geht.
Heute ist ein sehr wichtiger Tag für uns Menschen. Alle unsere heutigen Rechte sind dank dem 10. Dezember entstanden. Wie? Bleibt bei uns und in der nächsten Rubrik werdet ihr es herausfinden. Hallo und herzlich willkommen. Na, wisst ihr, was feiern wir heute? Die Antwort ist Tag der Menschenrechte. Der Tag der Menschenrechte, englischer Name Human Rights Day, wird am 10. Dezember gefeiert und ist der Gedenktag zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Dieses Meilensteindokument verkündete die unveräußerlichen Rechte, die jedem Menschen zustehen. Diese Menschenrechte bestehen unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Sprache, Meinung, Herkunft oder einem anderen Status. Die UDHR, also Universal Declaration of Human Rights, ist das am häufigsten übersetzte Dokument der Welt. Es wurde in über 500 Sprachen übersetzt. Vielleicht fragt ihr euch, wie dieses Dokument aussieht. Die UDHR besteht aus 30 Artikeln und der erste lautet so. Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen ausgestattet und sollen brüderlich miteinander umgehen. Als eine kleine Zusammenfassung des Dokuments zu den besprochenen Rechten gehören Recht auf Gleichberechtigung, Leben, Freiheit, persönliche Sicherheit, unschuldig zu sein, bis die Schuld bewiesen ist, Recht auf Ehe und Familie, eigenes Grundstück, Ruhe und Freizeit und Recht auf Ausbildung. Ein anderes Recht ist die Freiheit, und zwar Freiheit von Diskriminierung, Sklaverei, Folter, willkürliche Verhaftung und Verbannung. Es gibt auch Freiheit zu Glaube und Religion, Meinung und Informationen. Viele der in der UDHR enthaltenen Versprechen müssen noch umgesetzt werden. Das Dokument hat sich jedoch bewährt. Die Bedeutung des Dokuments befähigt jeden Menschen auf der Welt. Neben der Befähigung des Einzelnen, sich für seine eigenen Menschenrechte einzusetzen, soll er es ihnen ermöglichen, sich für die Rechte anderer einzusetzen. Was kann man an diesem Feiertag beobachten? Traditionell werden am Tag der Menschenrechte die alle 5 Jahre verliehenen Preise der Vereinten Nationen im Bereich der Menschenrechte und der Friedensnobelpreis verliehen. An diesem Tag finden hochrangige politische Konferenzen und Treffen statt. Darüber hinaus veranstalten Organisationen kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen, die sich mit Menschenrechtsfragen befassen. Wie feiert man diesen Tag? Erstens, die Menschenrechtsrede von Eleanor Roosevelt aus dem Jahr 1948 anzusehen. Zweitens, erfahrt ihr mehr über Friedensprojekte, die Menschenrechte fördern, oder Menschenrechtsfilmmarathon. Einige Beispiele sind Mandela, Long Walk to Freedom, Hotel Rwanda, Malala, I am Slave, Beast of No Nation oder Life is Beautiful. Unsere heutige Rubrik ist leider zu Ende gekommen. Bis im Januar genießt die Weihnachtstage und bleibt sicher. Jetzt empfehle ich euch ein Lied auf Jiddisch, die Sprache der aschkenasischen Juden, gespielt und gesungen von dem deutschen Duo Zupfgeigenhasel. Das Lied heißt auf Jiddisch Das Kälbel, auf Deutsch Das Kälbchen und thematisiert die Auslieferung eines Kalbes zur Schlachtbank, während die Schwalbe über das Kälbchen hinweg fliegt. Das Lied wurde von den jüdischen Künstler Aaron Zeitlin Text und Solomon Sekunda Melodie geschrieben. Es entstand zur Zeit des Nationalsozialismus und soll die Situation der Juden zu der Zeit widerspiegeln. Nun ist unsere heutige Sendung vorbei. Vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal und Facebook-Seite zu abonnieren. Im Übrigen sind wir auch auf Spotify und ihr könnt uns auch als Podcast hören. Am Ende des Jahres werden wir uns an manche spannende Sendungen des Jahres 2021 erinnern und ab Januar werden wir uns mit neuen und interessanten Informationen wiederhören, hier bei der Jugendwelle.
Bis zum nächsten Mal, genießt den Dezember, feiert Weihnachten und bleibt sicher.